Moin Lotto! Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video und es ist wieder soweit. Ein weiterer YouTuber hat eine App rausgebracht, die natürlich getestet werden muss. Leon Mascher, Apo Red, Bibis Beauty Palace, alle haben Apps rausgebracht, alle habe ich getestet. Und ihr hattet wieder in den Kommentaren geschrieben, Junge, guck dir das mal an! Und das werde ich heute tun und es handelt sich, für die, die das letzte Video schon gesehen haben, die kennen ihn vielleicht schon. Oder die, die halt regelmäßig in komischen Fortnite-Szenen unterwegs sind. Wo immer alles ganz spektakulär ist, man kennt ihn, oh mein Gott! Standard-Skill. Der Typ, nachdem ich gefragt wurde, ob der nicht auf der Gamescom mal rauskommen kann aus dem YouTube-Stand. Und der immer so heftige Gameplays erspielt. Dieser nette junge Mann hat jetzt auch eine eigene App rausgebracht. Mit dem Namen Battle Skills und ich habe mir die natürlich runtergeladen. Werde heute mal testen. Taugt die was? Taugt die nicht? Nichts. Oder lutscht sie sehr hart und ist vollkommen kacke. Ich habe es mir noch nicht angeguckt und wir werden jetzt mal starten. Willkommen bei Battle Skills Early Access. Los geht's. Bevor ich mir das jetzt aber angucke, bin ich ja nicht vollkommen grenzdebil, sondern gucke erstmal im App Store, was die App überhaupt kann. Und tatsächlich sehen die Bewertungen gar nicht so schlecht aus. 2200 Bewertungen bei 4 Sternen. Gut, ich glaube, bei YouTubern ist das generell nicht so aussagekräftig. Da könnte man auch eine App bringen, die Furzgeräusche macht. Und die würde wahrscheinlich auch 5 Sterne bringen, wenn nur das Gesicht eines YouTubers drauf wäre. Wobei die auch schon wieder geil wäre. So, worum geht's denn hier eigentlich? Verbessere dich mit der Battle Skills App in deinem Lieblingsspiel. Minecraft? Lerne von den Pros und hole dir täglich die besten Strategien. Täglich Tipps und Tricks von Profis. Alle Lösungen für wöchentliche Challenges. Jeden Tag News, Umfragen, Quizspiele, Battle Skills, Loot sammeln. Die Nutzung der App berechtigt zu keiner Nutzung eines Videospiels und gewährt keine Bonusgegenstände oder sonstige Vorteile in einem Videospiel jeglicher Art. Standard-Skill, ich mag dich ja und ich find's auch cool, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt. Aber ihr hättet es lieber sein lassen sollen. Ich meine, selbst die Tipps muss man mit Diamanten kaufen. Das hat mich echt erschrocken. Auf jeden Fall sollte jeder die App selbst ausprobieren und sich ... Hoffen wir mal, dass es keine Pay-to-Win-Kacke ist. Es geht, glaube ich, um Fortnite. Erhalte exklusive Informationen, Diamant, spannende Quizzes, Think-Emoji. Klicke auf das gelbe Fragezeichen oben links, um loszulegen. Na gut, okay. Oh! Oh, was ist hier los, Leute? Wink-Emoji. Standard-Skill hier. Willkommen bei Battle Skills. Oh mein Gott, ist es etwa der echte Standard-Skill? Willst du wissen, wie es weitergeht, dann klick auf den Game-Button. Nein! Ich will, wo kann ich antworten? Kann ich auf sein Bild? Nein, ich kann nicht auf sein Bild klicken, schade. Aber guckt euch die Grinsebacke an! Ganz im Ernst, ich würde auch so grinsen, wenn ich eine eigene App rausgebracht hätte. Ja, eigene Nachricht, stabil auf jeden Fall. Korrekt auch, dass er jedem einzeln schreibt, das muss scheiße viel Arbeit sein. Also Props an dich, wenn du das auf jeden Fall hier siehst. Danke für die Widmung. So, auf geht's. Ich melde mich täglich mit Neuigkeiten zu Battle Royale Quizzes und Tipps. Okay, mach das. Ich hoffe, das ist einfach nur ein Chat mit ihm, dass ich persönlich mit ihm schreiben kann. Ich wollte gerade eigentlich vorschlagen, dass es ja eine coole App wäre, aber WhatsApp gibt's halt schon. Mit einem richtigen YouTuber schreiben. Herr Newstime wäre neidisch auf mich. Aber genug Geschwafel, ich habe zum Start eine Überraschung für dich. Es wird immer besser. Ich bin gemein, oder? Ich glaube, ich sollte nicht ganz so gemein sein. So, zeig her. Ja, habe ich natürlich geschrieben. Ich habe auch viele Auswahlmöglichkeiten. In der App kannst du exklusive Items sammeln. Hier gleich mal eine epische Kiste auf meinen Nacken. Bruder, er gibt einfach auf seinen Nacken. Er ist ein absoluter Ehrenmann. Was sind das für Ehrenmänner, die in ihrer eigenen App uns gratis Sachen schenken, die nur virtuell sind? Geil. So, Kiste öffnen. Das klingt so ein bisschen bashig von mir. Es soll gar nicht so klingen. Aber wenn ihr die exklusiven virtuellen Inhalte der neuen Klängern-App haben wollt, dann checkt auf jeden Fall den Merch-Shop in der Videobeschreibung ab. Boah, nice Überleitung. Hab ich gut gemacht. Oh Mann. Okay. Öffnen. So, mal gucken, was drin ist. Billy the Cowboy. Geil. Neujahrspistole. Schon ein bisschen her. Captain Blaumütze. Kann ich das... Jerome, Alter. Ach so, das sind, glaube ich, Sounds, die man abspielen kann gleich. Sneaky Syndicate. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür bei Fortnite auskennen sollte. Ich glaube, es geht halt hauptsächlich hier um Fortnite. Denke ich mal, wenn ich mir so seinen Kanal angucke. So, das haben wir auf jeden Fall. Tricky Troopers, seltener Granatenwerfer. Yes, endlich habe ich ihn. Dann kann ich ja aufhören. So, weiter. Epische Ska mit Konfetti. Hat das auch Ton irgendwie? Ich hoffe nicht. Neuer Sniper hat auf jeden Fall keinen Ton. Und das war's. Alles klar, 9 Gegenstände. 2 sind, glaube ich, krass, weil es gab 2-mal Konfetti. So, oh, er schreibt wieder. Ich bin so aufgeregt. Deine 9 Items findest du in der Kollektion auf der Profilseite. Viel Spaß beim Sammeln. Feuer-Emoji. Das war's vorerst von meiner Seite. Ich zeig dir nun die restlichen Features der App. Diamant. Ich fühle mich persönlich abgeholt. Du kommst rein, gratis geschenkt, der redet mit dir. Es gibt Menschen, die weit weniger ehrenhaft unterwegs sind im Leben. Wöchentliche, öchentliche Challenges, Tipps und Lösungen. Hier findest du laufende Exklusive. Okay, weiter. Besser in Battle Royale?
Verbessere deine Gaming-Skills. Ja, ich glaube, das wäre was ich auch bräuchte. Sammle legendäre Items. Paul Berger. Ist mein Name? So wie das Soundboard, okay? Battle Shop, da kann man was einkaufen wahrscheinlich. Sammel Gold und Juwelen. Mit Gold und Juwelen kannst du nicht nur wertvolle Kisten öffnen, sondern dir auch im Shop einzigartige Gegenstände sichern und neue Lektionen der Battle Class freischalten. Also ich würde euch auf jeden Fall nahelegen, die exklusiven Klängern-Inhalte zu kaufen für 5000 Münzen, die man bräuchte. 10 Münzen kosten 20 Euro. Fetter Loot! Erstens Kisten öffnen. Zweitens legendären Loot einsammeln. Drittens Ruhm und Ehre erlangen. Ah, Account erstellen, okay. Viaxumun EU Auto. Ja, Weiß? Warum? Es lädt auch nicht besonders gut. 6,5 Stunden später. So, du bist angemeldet. Ja, anmelden. Okay. Ich bin immer noch angemeldet. Probiere ich's nochmal. Eine Ewigkeit später. Ah, okay, alles klar. Registrieren, anmelden. Geil, ich muss meine E-Mail-Adresse angeben. Dein Name. Okay, ich kann einen eigenen Namen eingeben. Standard Skill Lover for ever. Nein! Offensichtlich ist meine Liebe zeitlich begrenzt. Gut, dann bin ich nur Standard Skill Lover. Alles klar, weiter geht's. Name nicht verfügbar. Dann bin ich Standard Skill Lover 2. Name nicht verfügbar. 3. Wie lange muss ich das Spiel noch machen? Vielleicht liegt es daran, dass ich Standardskill im Namen habe. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Apo Red Lover. Dann forever. And ever. Ah, okay. Nice, es hat funktioniert. Gut. Gehe ich mal auf mein Profil. Soundboard. Einige Sounds freigeschaltet. Easy peasy. So, dann gibt's noch. Muss los. Und? Here we go. Ja, das sind alle, die ich bisher habe. Und für alle weiteren muss man halt Sachen freischalten. Gut, Collection. Ah, okay, Skin. Ja, der Jimmy. Ausrüsten. Achso, hier kann ich dann... Ah, also ich habe meine Waffe, kann die dann da reinpacken. Ausrüsten, glaube ich. Nein, okay. Und dann erscheint die da in diesem Ding. So, Battle Class. Bauen wie ein Profi, Special Force, Attack, Multiplayer. Achso, das kann ich gar nicht sehen. Allgemein, jetzt freischalten. Gönn dir 10 exklusive Lektionen für 300 Gems. Gems. Oder komplett freischalten für nur einen 10er. Günstig. Moment, aber das ist ja der Multiplayer-Part. Wenn ich jetzt Attacke freischalten will, kostet es auch einen 10er, oder? Das bedeutet, wenn ich jetzt bauen wie ein Profi freischalten will... Ah, okay, das ist... Aha. Okay, und dann hat man hier einzelne Lektionen. Also wenn ich das jetzt haben will, muss ich 300 kaufen. Wie teuer ist denn das? Battleshop, okay. Starterpack. Alles, was du für deinen reibungslosen Start brauchst. Natürlich, wie soll ich sonst reibungslos starten? Taschen voller Diamanten und eine seltene Kiste, 2 Euro. Oder mehr Diamanten für 9. 5 Release-Paket. Premium-Release-Paket. Upgrade. Battle-Class-Paket Guerilla-Style. 50 Lektionen. Und, wow, inklusive Sound-Bürgermeister von Tilted. 12 Euro, 30 Euro. Ah, okay, hier gibt's die Diamanten. Also, ich brauchte 300, glaube ich, um das eine freizuschalten. Um ein Dings freizuschalten. Aber 300 gibt's natürlich nicht zu kaufen. Wäre ja auch blöd, wenn man 300 bräuchte und genau 300 kaufen könnte. Nein, 500. Das bedeutet, du müsstest mindestens 1500 Dinger kaufen, um eine gerade Anzahl zu bekommen. Das wären ja dann, also da musst du ja mindestens 15 Euro ausgeben. Oder 10 Euro 1200 oder 20 2000. Oder 90 Euro für 14.000. Okay. Gibt es so einen Code? Standard Skill. Schade. Motherload. Ach, fuck. Vertippt. So, bei GTA ging das. Hier nicht. Gut, das scheint ziemlich teuer zu sein eigentlich. Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, dafür Geld auszugeben. Was ist denn hier? Videokiste. Schaue ein Werbevideo, um eine Gratiskiste zu bekommen. Na gut. Cool. Ja, weiter geht's. Ah, okay, wir haben jetzt die Kiste. Standardskill hat wahrscheinlich jetzt 1 Euro verdient an uns. Aufmachen. Oh, es gibt... Okay, ich mach das mal, glaube ich, wieder aus. Pumpgun, Sniper und Sneaky... Das hatten... Hatten wir das nicht schon? Naja. Gut, aber wir haben einen neuen Sound. Wo auch immer der ist. Jetzt öffnen. Oh, wir können... Warum können wir noch eine Kiste aufhören? Egal. Kevin, der Würfel, ungewöhnliche Pistole. Das war's. Naja. Also hier muss ich überall Geld ausgeben. Schade. Was ist denn wöchentliche Challenges? Woche 1. Sammle einen Gegenstand jedes Häufigkeitsgrades auf. Tipp. Muss ich das jetzt irgendwie koppeln mit meinem Fortnite-Account? Tanze an verschiedenen verborgenen Orten. Ich glaube, oder? Wie mache ich das denn? Hä? Also das sind ja alles Challenges, die ich nur
im Spiel machen kann eigentlich. Folge Standardskill auf YouTube, Folge Standardskill auf Instagram, Folge Standardskill auf Instagram. Mensch, das scheint aber ziemlich wichtig zu sein, ihm da zu folgen. Woher weißt du denn jetzt, was ich gemacht habe im Spiel? News. Oh, yo Leute, was geht? Wer von euch hat schon... Ja, habe ich. Klar, natürlich. Gratulation, Ehrenmann. Wir hören uns. Weiterhin viel Spaß. Loot einsammeln. Wie wird das... Das ist aber einfach. Lektion. Aha. Nee, möchte ich gerade nicht. Ich bin ein bisschen sehr verwirrt. Okay, hier kann ich die ganze Zeit mit dem Chatten da oben. Habt ihr Bock auf das Schwert? Nee. Und dann wird mir sein Video vorgeschlagen. Das... Clever. Clever gemacht. Loot einsammeln. 69 Münzen. Man kriegt einfach nur sein Video vorgeschlagen. Zack. Münzen. Ja, ist, willkommen zurück. Ich war nicht so lange weg. Mal sehen, was du hierzu meinst. Welcher Modus hat dir besser gefallen? Food Fighter. Ja, ja. Haben andere nicht so gesehen. See you later, Alligator. Loot einsammeln. Cool. Ich glaube, das war's. Ich könnte jetzt aber relativ viel Geld noch dafür ausgeben. Was ich aber... gar nicht mal möchte. Also ich verstehe immer noch nicht ganz, wie der jetzt tracken kann, was ich überhaupt in dem Spiel geschafft habe. Aber ich merke, Geld bringt diese App auf jeden Fall ganz gut ein. Oder ist es einfach, dass diese Challenge, machst du die und dann, naja, dann machst du es halt. Kann ja auch sein. Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, mit Hinblick auf mein Portemonnaie, werde ich diese App jetzt zur Seite legen. Oder kaufe ich mir doch nochmal 14.000 Dinger für 90 Euro? Das war eine sehr, sehr merkwürdige App. Ich habe das Gefühl, sie hat nicht besonders viele Funktionen, außer Menschen dazu zu bringen, dafür Geld auszugeben. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht habe ich das einfach übersehen. Möglich ist alles. Schreibt mir eure Meinung, falls ihr diese App auch ausprobiert habt, gerne in die Kommentare und welche App ich vielleicht noch austesten sollte. Ansonsten gehe ich jetzt zur Bank, erstmal ein bisschen Geld abheben, damit ich mir... Und so, ne? Muss ja Fortnite lernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.